Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Preview-Video bzw. ich würde sagen Beleuchtungsvideo von der Tirpitz. Die Tirpitz ist ein Tier 8 Schlachtschiff Premium der Deutschen. Ist natürlich, die Tirpitz entspricht der Bismarck-Klasse. Die Bismarck selber wird es auch ins Spiel schaffen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt und nicht als Premium, sondern dieses Schiff wird in den normalen Tech Tree kommen. Wir fahren hier einfach mal in Ruhe um das Schiff. Die Daten rechts sollen euch noch gar nicht großartig interessieren. Auf die gehen wir gleich nochmal genauer im Wettbewerbsvergleich an. Aber ich will euch ein bisschen was historisch zu dem Schiff sagen. Wie schon erwähnt, ist es eben die Bismarck-Klasse. Die Bismarck-Klasse ist die bis heute größte jemals fertiggestellte Klasse bzw. Schlachtschiff in Europa gewesen. Es gab danach nichts Größeres mehr. Dieses Schiff ist leider am 12. November 1944 bei einem Luftangriff der Royal Air Force zum Kentern gebracht worden. Wurde damals für eine unglaubliche Summe von 181 Millionen Mark gefertigt und am 1. April 1939 vom Stapel gelaufen. Die Maße, die Länge von dem Schiff ist mit 251 Metern wirklich unglaublich lang. Die Breite an der breitesten Stelle hat 36 Meter betragen und wir haben hier praktisch eine Verdrängung, einen Tiefgang, Entschuldigung, von 9,9 Metern. Und die Verdrängung eben 53.500 Tonnen. Das ist aber witzig viel. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und nichtsdestotrotz haben auf diesem Schiff aufgrund dieser unglaublichen Größe 2.500 Mann Besatzung ihre Arbeit gefunden. Die Leistung von dem Schiff war mit 163.000 PS angegeben und naja, ich glaube, da braucht man nicht mehr großartig dazu was sagen. Es gab drei dreiflügelige Propeller mit einem Durchmesser von 4,7 Metern und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 30,8 Knoten gehabt, was 57 km/h entsprechen. So, das war's zum Schiff historisch. Dazu zeige ich euch jetzt auch natürlich noch ein Bild, jetzt nachdem ihr es hier im Spiel gesehen habt, auch nochmal live. Nun startet also der Wettbewerbsvergleich. Ich habe euch dazu ein Bild erstellt, was links die Amagi zeigt, in der Mitte die North Carolina und rechts die Tirpitz. Ihr müsst mir nachsehen, ich habe die anderen beiden Schlachtschiffe nicht, deswegen sind sie grau hinterlegt. Ich habe den besten Rumpf gewählt, aber ich muss das noch ein wenig ergänzen. Und zwar ist es so, die Überlebensfähigkeit, Trefferpunkte, da kann die Tirpitz für sich das Spiel entscheiden, hat mit 69.300 hier die höchsten HP-Anzahl. Von der Feuerreichweite, da muss man sagen, ist die Tirpitz leider der North Carolina unterlegen. Die North Carolina kommt nämlich mit ihrer verbesserten Ausrüstung auf 23,3 Kilometer, die Amagi dafür aber lediglich auf 19,9. Und wenn wir dann noch die Geschwindigkeit begutachten, die Amagi schafft es mit der verbesserten Ausrüstung auf 30,4 Knoten. Da sieht man, ist die Tirpitz mit 30,9 nochmal einen Ticken schneller und die North Carolina mit 27,9 Knoten dementsprechend auch nochmal zurückhaltender. Die Ruderstellzeit allerdings von der Amagi ist sehr gut mit 20,4, ebenfalls wie die North Carolina auch. Da ist die Tirpitz mit der 20,9 sogar etwas unterlegen. Und wenn wir dann den Wendekreisradius sehen, da ist die North Carolina mit 760 deutlich wendiger auf dem Blatt als die Amagi und die Tirpitz. Man darf aber eben nicht vergessen, die deutlich höhere Geschwindigkeit oder macht es natürlich dann im Wenden auch nochmal ein wenig angenehmer. Verborgenheit, da punktet wiederum die North Carolina, die geht am spätesten erst auf. Sowohl die Tirpitz als auch die Amagi haben da das Hintertreffen, wobei
die Amagi da bei 17,3 schon zu sehen ist, die Tirpitz erst bei 16,4 und die North Carolina es schafft bei 15,7 erst gespottet zu werden. Die Hauptbatterien, sehen wir, hat die Tirpitz offiziell mit 380 mm die kleinste Bewaffnung, danach gefolgt von der North Carolina mit 406 und die Amagi hat hier die 410 mm Bewaffnung. Von der Flak, da ist auch die Tirpitz unterlegen mit einem Wert von 47. Die Amagi ist hier die zweitbeste mit 57, aber an der North Carolina mit 79 kommt da niemand vorbei. Ein Punkt, den alle anderen beiden aber nicht haben, den die Tirpitz ganz klar für sich verbuchen kann, ist das Thema der Torpedos. Und wir haben hier 4 Stück an der Zahl auf jeder Seite, das heißt in Summe 8 Torpedos. Und die Torpedos haben eine Reichweite von 6 Kilometer bei 64 Knoten und einem Höchstschaden von 13.700. Das ist natürlich eine Sache, die Tirpitz ein derzeitiges Alleinstellungsmerkmal darstellt. Es gibt kein anderes Schlachtschiff, was über Torpedos verfügt. Und dementsprechend natürlich hier ein großer Vorteil, gerade für Close Combat Fights. Das war jetzt der Wettbewerbsvergleich von diesem Schiff. Und nun wollen wir aber sehen, wie schlagt sie sich denn so in-game. So, und da sind wir im Gefecht mit der Tirpitz und beschleunigen, wie im Replay möglich, das Ganze ein wenig. Und wir sehen, wir haben hier die Karte Norden und sind mit unserem Tier 8 Schlachtschiff Top-Tier. Und jetzt gucken wir doch mal. Die klassische Route für die Schlachtschiffe ist natürlich hier drüben. Die 1er, 2er, 3er Linie, da hat man sehr viel und sehr weite Schussfrequenzen und Schussbahnen. Und jetzt gehen wir mal, schieße ich da auch direkt auf die Cleveland. Wir gucken doch mal. Schüsse, in dem Fall kam einer an, aber leider nicht mehr in dem Augenblick. Wie gesagt, man sieht, dass das Schiff eine vernünftige Drehgeschwindigkeit hat, beziehungsweise für ein Schlachtschiff eine sehr, sehr gute Drehgeschwindigkeit von allen, sowohl von den Türmen als auch vom Schiff selber. Und hier starte ich mit Y unseren Scout, dementsprechend eine weitere Reichweite. Die Reichweite von 21,4 Kilometer wird da dementsprechend erhöht und mit 5 Hits treffen wir den Nagato da sehr gut. Die Nagato beklagt sich dann gleich, als dass ich ein Goldnoob bin. Finde ich sehr lustig, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich dachte, das gibt es nur in World of Tanks mit der Goldmunition oder mit der Premium-Munition, aber nein, hier scheinbar auch. So. Und da sind jetzt natürlich die nächsten Ziele. Und auch da ist die Tirpitz mit ihrer Nachladegeschwindigkeit sehr, sehr, sehr gut dabei. Mit den doch, in Anführungszeichen, nur 24 Sekunden. Und da auch auf die Wyoming, da dementsprechend den Schaden. Und man sieht es hier einfach nochmal ganz schön, ein wirklich ausgezeichnetes, optisch schönes Schiff. Und jetzt hier mal die Geschütze gleich mal schießen und ja, da fliegen sie los. In dem Fall nochmal auf die Wyoming. Hier nochmal in der Scout-Sicht. Und da auch nochmal ein Zitadellentreffer. Das ist natürlich unschön für so eine Wyoming. Dadurch, dass der Scout jetzt zurückgekommen ist, ist die Nagato gerade in Reichweite gekommen, wo eben nicht mehr penetrierbar ist, beziehungsweise hitbar. Da muss ein neues Ziel gesucht werden an dieser Stelle. Cleveland bietet sich an, aber da muss man natürlich auch warten, bis einigermaßen sich so positioniert, dass man auch gut dran kommt.
und ist gerade in der Drehbewegung, dementsprechend nur ein Hit, hat er wenigstens 3000 Schaden gemacht. So, jetzt noch mal ein bisschen vorhalten und den nächsten Granaten auf den Weg schicken. Die waren aber leider etwas zu kurz, treffen aber auch noch zumindest mal mit 1800 Schaden. Und hier, die Cleveland ist dann jetzt deutlich näher schon an uns dran. Wir sehen, die Schüsse gehen hier in unsere Richtung, nachgeladen ist. Und ab auf die Cleveland. Wird hier im Chat übrigens gut bemerkt, fix unterwegs für einen Battleship. Ja, ist es definitiv, mit 30 Knoten. Und wir fahren in dem Fall gerade nur 24. Aber wenn man sie laufen lässt, kommen dann doch 30 da zustande und dann ist es unglaublich. Hier ist jetzt die Fubuki. Die ist sehr unangenehm, dementsprechend und bitte ich mir da Feuerunterstützung. Ein Treffer lediglich von uns. Beziehungsweise 2 mit 2000 Schaden. Da wäre natürlich HE sinnvoller. Allerdings alle anderen Gegner sind hier mit PB oder AP zu beschießen. Dementsprechend lade ich auch nicht um. Die Fubuki hält jetzt auf uns drauf. Also die ist jetzt wirklich dreist. Aber man sieht, da sind Flugzeuge in ihrer Nähe. Und machen sie weg. Sehr, sehr tolle Leistung von dem Flugzeugträger, weil so ein Zerstörer ist gerade wirklich am schwierigsten zu treffen. Aktuell noch voller HP-Pool von der Tirpitz mit knapp 70.000. Und jetzt sehen wir auch gleich mal, ich war nämlich praktisch eigentlich in der Drehung nach rechts. Sehe jetzt natürlich die Torpedos kommen und man sieht, man hat da eine dementsprechend gute Wirkung. Cleveland wurde da auch gerade noch getroffen, wie man gerade eben noch am Rande mitbekommen hat. So, und jetzt wieder hart nach rechts. Also sie bewegt sich schon sehr, sehr ordentlich. Nochmal auf die Cleveland drauf. In dem Fall war man auch nochmal für einen Hit gut. Die Modifikation für genaueres Zielen ist mittlerweile übrigens eingebaut, also so als kleine Randnotiz. Jetzt wurde man leider angezündet und anzünden mag ein Schlachtschiff gar nicht, weil das wirklich prozentual viel Schaden kostet. Hier schieße ich in dem Fall mal die Torpedos, weil der Hintergrund des Ganzen ist, die Cleveland fahrt nämlich auf uns zu mit ihrer Vollgeschwindigkeit und dementsprechend könnte sie zumindest in Reichweite kommen und naja, aufsparen bringt da auch leider nichts. Aber 6 Kilometer ist die Reichweite, also dementsprechend muss dann da auch schon ein bisschen Glück dabei sein, dass man da dementsprechend entweder in den Close Combat kommt oder dass man jemand anders hat, der da ein bisschen, ja, wilder unterwegs ist. Und man sieht jetzt ganz gut, jetzt, ich sag mal, brennen wir gerade und jetzt sogar das zweite Mal und mit zweimal. Da geht die HP-Leiste dann schon dementsprechend stark nach unten. Die Cleveland jetzt mit knapp 4000 nochmal gehittet. Jetzt wird repariert, um das ein bisschen auszugleichen. Weil doch der Tick fast immer 1000 HP ausgemacht hat. Bisschen weniger. Und mit Gegenreparieren ist es wenigstens im aktuellen Fall nicht so schlimm. Das Feuer ist in 17 Sekunden bzw. 15 aus und die Reparatur in 10, also 5 Sekunden früher. Bringt dann auch nicht so dramatisch viel. Hier schon wieder eine Fubuki.
So, Brand ist gelöscht. So, die New York ist da das schönere Ziel, weil sie A, zum einen näher dran ist und zum anderen natürlich nicht so beweglich ist wie eine Cleveland. Dreht aber jetzt hier schon ab. Dementsprechend kamen unsere Schüsse also auch nicht so wirklich an. Und der Scout wäre theoretisch wieder einsetzbar, aber die Gegner sind nah genug. Und ich muss sagen, die normale Sniper-Ansicht, diese hier gefällt mir besser als die On-Top-Sicht. Und hier die Schüsse kommen da jetzt besser. Dementsprechend auch einmal die Zitadelle und zerstören konnte ich ihn. Fubuki nebelt sich neben uns ein und da kommen jetzt die Torpedos an. Aber auch hier ein bisschen die Geschwindigkeit reduziert, ein bisschen gebremst und scharf rechts eingelenkt und dementsprechend gehen sie an einem vorbei. Sehr sinnvoll, da die Geschwindigkeit zu drosseln und zeigt auch ganz gut die Beweglichkeit des Schiffs. Erhöhe mal die Spielgeschwindigkeit auf doppelte Geschwindigkeit. In die Länge ziehen brauchen wir das ja nicht. Und jetzt können wir das wieder reduzieren, weil jetzt können wir wieder in die normale Spielsicht gehen. Die Pensacola war gerade das Ziel meiner Wünsche. Und jetzt allerdings fahrt die da weg. Mein Wunsch ans Team war in dem Augenblick Bleestone Cap, weil mir schon klar war, dass das ein Video werden könnte. Hier ist die Fubuki jetzt nah an uns dran, wird Gott sei Dank direkt von der Mogami weggemacht. Jetzt musste ich nur aufpassen, dass wir keine Torpedos abbekommen. Allerdings, Torpedos gehen in die Richtung der Mogami. Atlanta sehr nah dran mit 9,5 Kilometer. Da dachte ich, sie fährt, aber warum auch immer sie steht. Das ist an dieser Position sehr interessant. Und das ist mir natürlich jetzt auch aufgefallen. Deswegen, man sieht jetzt hier genau einfach ganz gut den Aim. Also das Schiff steht und man sieht, wo die Schüsse hingehen. Und das auf die Distanz. Also die Genauigkeit ab und an natürlich immer noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber hier die nächsten. Und da konnte ich sie zerstören mit dem Zitadellentreffer. Atlanta ist natürlich ein sehr dankbares Ziel. So, der Flugzeugträger glitscht sich jetzt da in den Kartenrand. Und man sieht jetzt hier Flugzeuge ankommen. So, ein Treffer gelandet. Allerdings, wie gesagt, auf die Flugzeuge in dem Fall jetzt aufpassen. Und da setzt er sie gut, allerdings zu früh und dementsprechend trifft mich da nur einer und der andere geht knapp vorbei. Also vernünftiger Schaden, sag ich mal, der nicht mal repariert werden muss, also in dem Fall nicht mal ein Wassereinbruch. Natürlich hätte ich sofort reparieren können, aber ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe da mich sehr mehr auf die Lexington in dem Augenblick konzentriert. Und schicke ihr jetzt alles, was ich habe, entgegen. Konnte sie mit 3 Treffern dann zerstören. Und das Reparieren, wie man sieht, ist auch nicht mehr notwendig, weil es ist nur noch ein einziges Schiff am Leben. Und das schaffen wir auch leider nicht mehr zu holen. Dementsprechend ist das Replay hier beendet mit einer Slow Motion. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Die Auswertung seht ihr jetzt zum Ende und vielen Dank fürs Zuschauen. Tirpitz von mir gibt einen ganz klaren Daumen hoch. Ein sehr gutes Schiff. Ich persönlich würde es mir holen, sobald es im Premium Shop ist. Für alle Schlachtschiffkapitäne für mich ein Must. Ja, vielen Dank. Lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.